Also, wir sind die Peters, also so haben wir uns genannt. Das ist, sind Prisha, Levi ganz hinten, Feli, Maya und ich, Emi. Unser Projekt, das handelt so hauptsächlich von der Gesundheit, um nicht, noch nicht zu viel zu verraten. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Gesundheit wichtig ist. Also hoffentlich setzen wir uns alle Ziele, um die Gesundheit zu verbessern, um das Leben zu verbessern und eventuell vielleicht auch die Welt. Und das Problem, das dabei sehr oft entsteht, ist, dass es so viele Dinge gibt, die man sich merken soll. Also es gibt so viele gesundheitliche Aspekte wie Trinken, Bewegung, Schlafen, so viele Dinge, an denen man sich erinnern soll, Psyche. Und die Grundidee ist eigentlich so dadurch entstanden, als man sich gefragt hat, wie kann man sich an diese ganzen Sachen erinnern. Deswegen haben wir uns eine App dazu entwickelt, und zwar HealthBell. Und da vor allem wir es uns schwerfällt, sich daran zu erinnern, zu trinken vor allem, also wie wenig wir trinken, das im Blick zu behalten, haben wir noch ein wichtiges Stück Hardware entwickelt, und zwar The DrinkBot, worauf Maya und Prisha genauer eingehen werden. Der DrinkBot... Der DrinkBot rechnet oder findet heraus durch unser Programm und das, wie viel du an einem Tag trinkst. Jedes Mal, wenn man ihn auf den Tisch stellt, berechnet er dies. Und indem halt er das letzte Gewicht, das speichert er. Und es ist eine Differenz und das speichert er vom letzten Gewicht minus das jetzige Gewicht. Okay, nun werde ich euch genauer erklären, wie das Ganze funktioniert. Und dazu gehen wir zu Tinkercad, unser 3D-Druckprogramm. Okay. Also in dem orangenen Teil befindet sich unser Drucksensor. Und der ist mit einem sogenannten Arduino verbunden. Und nun wird das... Also dieser Sensor in einem Video nochmal erklärt, also gezeigt. Also dieser Wert hier gibt dann in Milliliter an, wie viel getrunken, also wie fest das, dieser Sensor gedrückt wurde. Und nun wird Maya es nochmal vorführen. Und sobald diese Flasche wieder abgelegt wird, soll in der App stehen, wie viel sie gerade getrunken hat und nochmal die insgesamte Menge an Wasser, die heute getrunken wurde. Zusätzlich haben wir auch noch eine HealthBell App programmiert. Also die soll einen halt an gesundheitliche Bedürfnisse halt erinnern mit Nachrichten. Sie schickt freundliche Mitteilungen und Vorschläge, also man gibt dann Daten ein und dann werden Vorschläge zum Beispiel für Kochideen oder anderes gemacht. Genau, in der App kann man dann auch die Werte von der DrinkBot sehen.
Genau, so jetzt sehen wir gleich, wie die App dann aussieht. Genau, das ist die Startseite. Da kann man dann auf alle Sachen halt drauf tippen. Zum Beispiel hier auf Bottle. Dann sieht man hier die Werte von der Drinkbot. Hier oben kann man auch drauf tippen. Dann sieht man sein Profil. Hier kann man die Werte eingeben, mit denen dann das halt berechnet wird. Genau. Und das war es eigentlich schon. Ein großes Dankeschön geht auch noch an unsere Mentoren, Liv, Fabian und Julius. Genau, danke. Großen Applaus dann auch. Bitte kommt zu mir aus der No-Camera-Zone. Bitte einmal zu mir in die andere No-Camera-Zone. Die Kamera schwenkt währenddessen kurz weg, damit hier niemand heimlich fotografiert oder gefilmt wird. Ihr kommt zu mir bitte, so wie wir es mit allen anderen auch schon gemacht haben. Eine Hardware-Lösung, eine App. Andere haben gesagt, gerade mal 15 Stunden war Zeit zu arbeiten. Wie viel von dem konntet ihr denn schon, was ihr da heute oder präsentiert habt? Oder wie viel habt ihr neu gelernt dafür? Also eigentlich, also zum Beispiel ich jetzt konnte am Anfang noch gar nichts, so wirklich. Also zum Beispiel Emé hat jetzt schon ein bisschen was gekonnt, weil sie das halt schon mal gemacht hat, aber auch noch nicht so viel, glaube ich. Also wir waren eigentlich alle recht am Anfang gestanden. Wie schnell habt ihr euch draufgestürzt und gesagt, boah, ein Arduino will ich benutzen oder hey, eine App habe ich auch noch nie gemacht. Also wie schnell habt ihr euch darauf geeinigt, was ihr machen wollt und habt euch dann an die Arbeit gemacht? Wir haben also so viele Ideen gesammelt wie möglich, also einfach alles reingeworfen und dann haben die Mentoren wirklich so viel geholfen, also ohne den hätten wir es auf jeden Fall nicht gemacht, machen können und dann haben sie gesagt, ja, dann können wir das machen, wir wissen schon genau, wie man da vorangehen könnte und ja, also wir wussten fast gar nichts und dann wurden wir von denen geleitet, aber am Ende hat es sich dann auch so angefühlt, als hätten wir das gemacht, also als wäre es unsere Arbeit. Und das habt ihr auch gemacht. Kann man das übrigens auch benutzen, um zu gucken, ob man zu viel Mate getrunken hat? Also, theoretisch, oder? Ja. Okay, beim nächsten Jugendhack dann. Ja. Danke euch. Großer Applaus.